Bomb Attack! Wutz! Was soll das denn jetzt? Was war das denn? Mensch, 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 was ist denn hier los? Ein Paket? Für mich? Oh, Leute, ihr wisst, was das heißt. Oha, Guys, da haben wir tatsächlich Post bekommen und in diesem Paket von Gate to the Games war etwas ganz Besonderes drin, was wir uns jetzt hier gemeinsam nicht nur angucken werden, sondern auch aufmachen werden. Am Titel könnt ihr es bereits erkennen, und zwar ist die Pokémon Steam Siege Elite Trainer Box, Leute. Die duale Power ist am Start mit den Dual-Type Pokémon und mit Vulkanion. Wir haben in diesem Set wirklich schon alles bekommen, außer eine Sache. Die Gold Cards sind uns noch außen vor gelassen worden. Wir haben noch keine einzige Secret Rare Karte gezogen in diesem Set. Wir haben Full Arts gezogen, wir haben Ultra Rares gezogen, aber noch keine Secret Rare, Leute. Von daher hoffe ich mal, dass wir eine Secret Rare ziehen werden. Für mehr Pack Openings, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und schaut auf jeden Fall mal in der Beschreibung. Da ist der Shop von Gate to the Games verlinkt. Und dort kriegt ihr Pokémon Karten extrem günstig. Mit dem Code Zero of Time kriegt ihr die Codes, beziehungsweise die... Mit dem Code Zero of Time kriegt ihr die Packs noch günstiger. Und falls ihr das Ganze über die Handy-App kaufen wollt, könnt ihr das ganz gerne machen. Die Gate to the Games App ist auf jeden Fall erhältlich. Und dort bekommt ihr auch ebenfalls 5 Euro Rabatt bei der ersten Bestellung über diese App. Von daher auf jeden Fall, ja, mal eine Sache, die man sich angucken kann. Vulkanion, mein Freund, es wird Zeit, dich zu öffnen. Und da ist die Elite-Trainerbox mit dem Vulkanion auf dem Cover. Und das Ganze wird jetzt erstmal aufgezogen und... Puh. Upsala, da fiel gleich so ein Heftchen raus. Ist das wieder so ein Heftchen wie bei den Generation-Ding? Das muss ich mir mal angucken, Leute. Ich habe davon gar keine Ahnung von den ganzen TCG-Sachen. Und ich schmeiß meinen ganzen Hintergrund hier um. Ich bin sehr intelligent. Dankeschön. Ah, wir sehen hier wirklich so mehrere Karten, die ganzen Breaks und alles drum und dran. Und vielleicht gibt hier... Oh, gibt's hier auch die Gold-Karten? Nein, Leute, wir gucken uns nicht die Gold-Karten. Alter... Celebi, nein! Und Mew! Wir haben euch einfach hier runtergeworfen. Es war bestimmt 30 Meter Höhe. Wie kann ich das nur wieder gut machen? So, Leute, ich hab die jetzt ersetzt einfach. Tja, wer keine Leistung bringt, wird einfach ausgetauscht. Von daher, Arceus, du willst das schon machen und... Nicht dein Ernst. Von daher, Arceus, willst du das schon machen und chillst da oben jetzt bitte... Eine halbe Ewigkeit, bis wir das Ding hier aufgemacht haben. So, also haben wir erstmal das Buch hier am Start mit den jeweiligen Artworks drinne und Geschichten und sonstiges. Und wir haben diese Box hier drinne mit jeweilig... Upsala, was war das? Mit jeweilig Hüllen am Start mit Vulkanium-Logo, Muster, was auch immer. Sieht ja auf jeden Fall sehr fresh aus. Mehreren Booster und Energiekarten, wieder ein kompletter Stapel für alle, die mit diesem Video anfangen wollen. Also mit dem Card Game. Ich spiele es ja nicht persönlich, ich mache es ja nur auf. Lohnt sich auf jeden Fall, so eine Elite-Trainerbox zu holen, denn hier bekommt ihr solche Pins, hier bekommt ihr einen Totenkopf, um eure Gegner zu töten. Und ein Trostpflaster, falls ihr sie zu sehr tötet. Dann haben wir noch diese irren Würfel hier dabei mit dem Vulkanion, beziehungsweise Dianzi-Logo mit dem Zahnrad. Das ist ja aus dieser antiken Stadt, worum es auch in dem Pokémon-Film geht. Das habe ich so leicht mitbekommen. Dann kriegt ihr jeweilig noch, ja, solche Halter hier, die haben wir auch schon im Generation-Style, die liegen hier. Das kennt ihr ja auch schon. Damit könnt ihr jeweilig in der Box eure Karten hier aufbewahren und dann könnt ihr da das alles jeweilig unterteilen. Und Leute, wir haben nicht ein Booster, wir haben nicht zwei Booster, wir haben... Das muss ich selber erstmal nachzählen. 8 Booster von Pokémon Stream Siege, Leute. Beziehungsweise Steam Siege. Warum sage ich Stream Siege? Steam Siege am Start. Und ich hoffe, dass wir je nachdem mindestens 2 Exes ziehen. Und das ganz große Los wäre einfach die Goldcard, Leute. Von daher, ab geht's. Da kommt das erste Pack mit Break Üveltal. Und ja, Üveltal Break ist schon eine ziemlich frische Karte, Leute. Und ich würde mich freuen, wenn wir so eine Karte auch ziehen werden. Und wir schauen einfach mal, Leute, was der Pack-Gott heute so am Start für uns hat. Ich habe im letzten Opening, ja, das war die Pikachu Elite Trainer Box. Ne, das war die Pikachu EX Box, genau. Die habt ihr auch richtig abgefeiert. Da habe ich auch schon so ein bisschen reingehauen mit Bearbeitungsskills und sowas. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass ihr heute auch wieder am Start seid, Leute. Und wir haben einen Klang. Der Klang dieser Karte ist wunderbar. Apom. Clauncher. Clauncher. Das ist ja Englisch. Das ist...
Gate to the Games. Ist jetzt einfach. Ich wollte gerade sagen. Okay, Gate to the Games ist schon Englisch. Aber wie geht's in Englisch, aber Gate to the Games? Leute, also. Da will ich wenigstens eine englische Gold-Rack-Karte haben, ne? Anders ist es nicht möglich. Wir haben Drift Loon und Drift Zeppeli im selben Paket. Paket? Was für ein Paket, Alter? Was laber ich da? Das war ein Booster-Pack. Die wehen hier einfach um sich herum und dahinter befindet sich einfach ein Gastrodon. Oder beziehungsweise zwei Gastrodon. Ein verliebtes Ehepaar, die gerade ein Picknick haben unter Wasser und sich nicht stören lassen wollen von irgendwelchen Zeros, die da unter der Klippe hängen und sie belauschen und angucken. Just chill. Ich werde schon aufhören. Vulcanion ist der Main Guy in dem Set und hoffentlich auch der Main Guy in unserem jetzigen Pack. Wir haben Vulcanion als Full Art bereits schon gezogen gehabt. Oh, ich glaube, ihr habt den Code gesehen. Und wenn ja, dann könnt ihr euch freuen, weil ich werde die Codes irgendwann später mal einlösen für Sachen, falls ich mal keine Packs habe oder sowas, wenn ich arm und verblutet auf der Straße liege und mir keine Packs mal leisten kann und mir keiner mehr was schicken will, dann muss ich die Codes einlösen, Leute. Dafür sind sie da. Aber vielleicht verlose ich mal so ein paar. Könnt ihr mal so in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Oh, Shalilos haben wir hier am Start. Das ist eine ultra coole Karte. Die gefällt mir. Die sind da wirklich happy da vor dem ja, Sonnenuntergang. Und dahinter haben wir sogar noch... Au, ein Chandelure, beziehungsweise... Skelabra, genau! Skelabra in der Uno-Version. Ich musste gerade mega lange überlegen, was für ein Pokémon das ist. Skelabra in der Uno-Variante. Und es glänzt richtig. Psch, 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 psch. Richtiges Jedi-Schiff hier am Start, ey. Was ist denn da los bei dem Jungen? So, Gardevoir, Shiny-Variante. Wir haben noch gar kein Shiny-Pokémon gehabt. Oder hatten wir Azumarill bereits schon? Das, daran kann ich mich so grob erinnern, an so ein Azumarill. Aber das ist keine Rare-Card, von daher, die kommt es öfter mal vor. Clown-Fossil, dann haben wir hier noch ein Bravery, okay. Waschakwil, das ist auch ein cooles Pokémon. Dann haben wir noch ein Shalilos, ein Mantax mit dem Remoraid, was da ist. Das ist auch ein Pokémon, was eine Alola-Form auf jeden Fall braucht, ey, Mantax. Das ist so underrated einfach. Das muss einfach einen Boost bekommen. Mankey, oh, Special Charge! Eine hyperventilierende Aufladung des Todes! Oh, und dahinter haben wir nur ein Cobalion. Aber ein Cobalion ist ein stolzes Pokémon. Cobalion ist ein gutes Pokémon. Cobalion ist ein Anführer. Nee, aber ich würde lieber Cobalion wählen als Donald Trump auf jeden Fall im amerikanischen Wahlkampf, der gerade abgeht. Weil, keine Ahnung, Donald Trump, der kommt mir ein bisschen suspekt drüber. Ich glaube, ich habe gehört, dass er keine Mexikaner mag. Also, Alola Ratzfratz wird ihn nicht so feiern, glaube ich. Ich glaube, der wird lieber die Hillary Clinton. So, dann haben wir hier einmal Tangolos, was sich da irgendwo verfangen hat. Supercharge. Shelterus, Tangela. Dann haben wir hier ein Duodino. Ein Grillmack. Was sage ich? Das ist kein Grillmack, das ist ein Panflam. Panflam? Mein Gott, Alter, Shalilos, Fluffy. Oh, Fluffy, kennt ihr noch Fluffy von Harry Potter damals? Der Hund, der war süß, aber das Fluffy... Okay, das ist schon etwas süßer als der Fluffy aus dem Film von Harry Potter. Eindeutig. Und ein Toxiquark. Leute, was ist denn da los? Ich glaube, wir brauchen ein Special Pack, weil... Toxiquark ist cool, aber wir können irgendwas Glänzenderes auch bekommen. Von daher... Special Pack. Das unglaubliche Hutpack. Ich hoffe einfach mal, das bringt Luck, Leute. Ich sehe jetzt wieder aus wie der letzte Koch aus einem allerersten Restaurant, was ihr wohl jemals gesehen habt. Also wenn ihr einen Koch sehen solltet, der so eine Mütze auf hat, ne, dann könnt ihr von mir das auch schlagen, oder so. Also wer sich so ein Elite-Trainerbox-Dingsbums da auf den Kopf setzt, ne, der hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun, der Junge. So, aber vielleicht bringt es ja Glück. Das wäre ja cool, ja, ne, also vielleicht... sind Chefskochs ja wirklich so die Chefs. Nicht nur in der Küche, sondern auch hier. Oh, ein Tampignon. Den werden wir auf jeden Fall in der Pfanne verbraten und uns eine Exaros gönnen, Leute. Eine Spinne, ein Mankey, was da den Turm hochklettert. Und dahinter haben wir einfach, komm, Chefkochpack, Chefkochpack, Chefkochpack! Jawohl! Nein, das ist nicht euer Ernst! Das ist nicht euer Ernst! Wir ziehen die Secret Rare Gardevoir EX mit Übelteil drauf! Die Gold Rare Karte, die ich schon immer haben wollte! Nein! Nein! Oh mein Gott, was bist du denn für einer? Ja! Alter, was ist denn da los? Was ist das denn? Holy moly!
Leute, was zur Hölle? Der Chefkoch regelt einfach des Todes. Ich werde gleich erstmal Koch werden, ey. Vielleicht ist das meine wahre Berufung, die ich schon immer gesucht habe. Zero, der Koch. Ich krieg das Grinsen gar nicht aus meinem Gerät. Guckt euch diese Karte an. Guckt euch diese Karte an, wie badass die einfach aussieht. Gardevoir mit dem ernsten Blick. Und das anmutige Üvelteil einfach im Hintergrund. Oh, shit. Und es ist eine Goldrest. Seht ihr den goldenen Rand? Seht ihr den goldenen Rand? Soll erfüllt, Leute. Soll erfüllt. Huh. Eigentlich kann ich die Packs jetzt alle zurücklegen. Und gut. Es ist das passiert, was ich haben wollte, Leute. Es war kein Fake. Das Pack war legit. Gardevoir EX. Full Art. Secret Rare. Goldkarte. Oh mein Gott. Ich bin nicht sprachlos. Ihr habt gesehen, wie ich ausgerastet bin. Das war auf keinen Fall sprachlos. Gardevoir. Nochmal kommen wäre cool. Nochmal kommen wäre cool. Das Chefkoch-Pack, Leute. Ich glaube, Alter, kauft euch diese Elite-Trainer-Boxen, Leute. Und dann irgendwann in irgendeinem Pack, dann spürt ihr, wir brauchen die Chefkoch-Aura jetzt. Und dann setzt ihr euch das Ding auf und dann zieht ihr alles, was ihr wollt. Ist das nice, Alter. Ich bin so fertig, Capuno. Oh, mein Ding. Oh, Nosepass. Du bist süß. Du bist süß. Oh mein Gott, du bist noch viel süßer. Little Leo. Heißt er nicht Leufeo? Ich meine, er ist ein Leufeo. Sneevil, okay, der versucht süß zu sein. Sneevil ist ein cooles Pokémon, aber Sneevil wirklich süß? Ich meine, es hat Nyanroll. Nyanroll? Okay, das hat mich an das erinnert. Aber egal, wir haben noch Yanma und nicht Nyanroll. Chimchar und dahinter ist ein Armaldo. Aber das ist ganz okay, Leute. Wir haben noch zwei Packs, oder? Zwei Packs, oder? Ich muss abtasten. Ja, zwei Packs noch am Start. Vulkanion und Übeltal. Wir fangen an mit Vulkanion. Und, Guys. Das ist ein heftiges Opening. Also, wenn das kein Like verdient hat, ne? Dann kauft euch gefälligst alle eine Chefmütze und macht davon, also eine Elite-Trainer-Box und macht davon bitte ein Foto auf Twitter, Leute. Das muss sein. Das muss einfach sein jetzt hier, komm. Mankey, Schalelos. Oh mein Gott, euer Toxiquark. Kling, Nidoran männlich, trauert oder beziehungsweise fiebert der Abendsonne hinterher. Und dahinter ist nochmal ein Infernape in der Holo-Version. Eine Flareblitz und Flare ab. Oh mein Gott, ey, Flare ab. Da oben ist noch Luft. Sky is the limit. Das ist so ein Lied von Kool Savas, glaube ich, gewesen. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, wenn ich so höre. Ab. Aber es hat irgendwie nichts damit zu tun. Sehr merkwürdig. Letztes Pack fürs heutige Opening von Steam Sieger Elite Trainerbox. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht noch... Ach komm. Sollen wir nochmal das Holo-Luck hier auspacken, Leute, und noch eine EX ziehen? Gardevoir Spirit Link. Das ist vielleicht schon mal ein Zeichen. Oh, Blanas. Das guckt sehr, sehr, wie soll man das sagen, raffiniert hinter den Baum. Vielleicht kann das was bedeuten. Hopfsprossi. Mauzi. Panflam. Nosepass. Nasgnet. Leufeo. Oh, Schilterus in der Reverse-Variante. Okay, sieht auf jeden Fall auch nice aus. 150 KP, auf jeden Fall ein Gewinner in den Bodenpacks, falls ich das mal machen sollte. Und dahinter haben wir nochmal ein Krippuk mit 70 KP. Das da hinten ist also unsere Ausbeute, Leute. Und wir haben natürlich auch noch die ganzen Goodies bekommen, die in der Box drinne waren. Ich habe diese Box einmal bekommen von Gate to the Games, Leute. Und da drinne war eine Gold... Karte einfach drin. Ich habe es am Anfang des Openings gesagt, wir haben wirklich alles gezogen aus diesem Set, außer eine Goldkarte. Und da war sie dann einfach. Und ich kann mir das Lachen gar nicht verkneifen einfach. Das ist einfach ein so geiles Gefühl, wenn man dann nochmal, wenn man dann doch das bekommt, was man wollte. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten so. Ja, ich wünsche mir ganz gern so eine Goldkarte. Und dann bekommen wir sie einfach. Mega nice. Falls euch das Opening gefallen hat und falls ihr mehr Openings sehen wollt, dann drückt den Like-Button. Und schreibt einen Kommentar mit dem nächsten Set, was ich vielleicht auch mache. Vielleicht bald wieder ein Retro-Set, beziehungsweise Hardcore zu Silver. Ist ja irgendwo hinter mir und da auf meiner Schulter. Oder da, 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 da. Da ist das Display. Yes, da ist es. Da ist es. Das müssen wir auf jeden Fall noch aufmachen, Leute.
Beziehungsweise die Hälfte haben wir ja schon aufgemacht. Und die andere Hälfte wird irgendwie mit Bohnen und alles andere benutzt. Von daher, freut euch darauf. Haut rein, bis zum nächsten Part und ciao!